Tung, fertig, los! Super. Was geht, Freunde der Außenwelt? Recht herzlich willkommen bis Switch Reward. Let's Rock! Das Original, wie gesagt, war Peppa Woods. Bismarck. Mama Woods? Koch? Was? Koch? Warte mal, stopp. Kochshow, ach so. Hallo? Ich dachte jetzt Koch Woods. Okay, na, das wird eine interessante Kochshow. Wie die kochen, das wissen wir ja. Und das meiste, was sie machen, Spaghetti. Oh, na. Vielleicht wirst du Spaghetti-Kuchen gebraten. Da backen wir nochmal leckere Pfannkuchen. Zuerst das Mehl in die Schüssel. Und ich habe immer Mehl genommen. Dann das Ei, dann die Milch, dann das Mehl, dann Blitz und Donner, dann... Blitz und Donner? Ja, gibt's leider keinen. Den Ball, dann Musikinstrumente, dann bis später. Das wird ja ein ganz interessantes Stück hier, Alter. Dann bis später. Und die feiern sich einfach. Was? Danke für die gute Unterhaltung, Mama Butz. Mama Butz ist die Beste. Jetzt wird alles verrührt. Bitte mach mal einen Apfelkuchen. Aber was da wohl dann für Instrumente reinkommen, das frage ich mich jetzt schon. Jetzt wendet Mama Butz den Pfannkuchen. Aha. Ich bin Marcel Davis. Da ist er! Da ist er! Ich hab schon gedacht, heute kommt zu hoch oder nicht. Die Marcelabis-Eule. Schorsch! Dann landet der Pfannkuchen im Bett und dann einfach Schorsch! Wie ist der überhaupt da hochgekommen? Dann. Was? Der landet jetzt überall oder was? Die macht jetzt hier immer einen Pfannkuchen rein, schmeißt ihn nach oben und der landet irgendwo in der Welt. Das sind ganz interessante Pfannkuchen hier. Okay, schön. Hui! Und die Kerzen bleiben natürlich an. Dass sie da auch so ein Haufen Schwämme drin sind. Der tut Schwämme braten, backen. Oh. Hä? Wie funktioniert das denn? Peppa und ihre Familie sitzen beim Weihnachtsessen. Der Pfannkuchen. Der ist ja bald größer wie der Tisch, Mann. Wie hat der in die Pfanne gepasst? Oh oh. Da kommt Pfannkuchen raus, wetten. Super. Perfekt. Herr und Frau Löffel haben gekocht. Mit Pfannkuchen. Ich weiß nicht warum, aber es ist immer wieder lustig. Gar nicht. Da gehört rein. Nicht übel, dieser Pfannkuchen. Was? Ja, da würde ich genauso aufwachen. Möhren. Der kommt doch jetzt raus. Das ist eine ganz... Im Weltall, Alter, ich scheiße mich ein. Das ist eine ganz interessante Kochshow hier. Also wenn es die in echt geben würde, dann bräuchte ich nie wieder selber kochen, weil einfach alles von der Kochshow zu mir geflogen kommt. Das ist viel sinnvoller. Und spart Geld. Großer Wagen trifft's auch. Auf geht's. Achtung, fertig, los. Komm. Super, damit Shows zu gucken. Die Folge hätte Pfannkuchenregen heißen müssen, Alter. Mama Butz und der Pfannkuchenregen. Überall, einfach überall. Und der klopft immer noch da davor. Hallo. Junge, die Pfannkuchen werden ja immer größer. Wen haben wir denn da? Oh je. Hurra! Ja, oh je. Sirup bitte. Landet da einfach im Türrahmen. Sirup bitte vor dem Türrahmen. Super. Wunderbar. Ist wie eine Pizza. Ja, so wache ich auch immer auf, wenn ein Pfannkuchen genau an meinem Bett landet. Das ist ganz normal, das ist Standard in Deutschland. Ich würde sogar dreimal, Alter. Den würde ich nicht essen. Der ist mir zu hart, Alter. Oh. Keine Sorge, Peppa. Mittagessen. Oh. Gut, wenn du rausgehst und Mittagessen schreist, von Himmel geflogen. Ob ich das auch mal probieren sollte? Vielleicht kommt wirklich was runtergeflogen. Du bist wunderschön. Gerade ist noch wunderschön, jetzt weh. Papa Wutz kommt wieder nach Hause. Der klopft immer noch dagegen, Alter. Jetzt kommt der Pfannkuchen. Alter, was ist das hier, Alter? Diese Folge ist so krank verrückt. Bei Pfannkuchen machen dann die Pfannkuchen in der Schüssel.
Oh, was ist denn das? Ein Matschepfannkuchen. Auf die Plätze. Fertig. Das war's wohl. Da kannst du wenigstens nicht mal rumschreien. Ich glaube, ich gewinne. Ich bin nämlich sehr schnell. Wenn du auf den Pfannkuchen das ist der schönste Geburtstag von allen. Wäre für mich auch ein schöner Geburtstag, wenn es überall Pfannkuchen regnet. Ganz köstlich. Oh, wo kommt die jetzt alle her, Alter? Super krasse Sache. Das Video war echt der Hammer, Mann. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, wenn ihr nicht getan habt, abonniert diesen, verabschiedet mich und bin damit raus.